so ein paar Ostereier verstecken. Hier vielleicht. Oh. Hier. Oh. Ja. Und da noch ein Hase. Und hier noch ein paar Eierchen. Ja, wenn die Kinder da hinkommen, können schön die Ostereier suchen. Ja, und wo denn noch ein paar Ostereier? Hm. Vielleicht hier vorne noch ein paar Ostereier. Ja, hier ist es schön. Und wo noch? Hm. Hier hinterm Stuhl vielleicht. Oder unterm Stuhl. Dann kann der Jürgen nachher schön Ostereier suchen. Und hier noch ein paar. Hm. So, alle Ostereier sind versteckt. Hallo! Hallo, ich bin's, euer Osterhase. Ja, ganz genau. Und heute machen wir ein Osterhasen-Spezial. Und der Osterhase war, habt ihr ja gerade schon gesehen, der war schon da und hat ein paar Ostereier versteckt. Genau, aber jetzt singt er mit euch erstmal wie immer das Begrüßungslied. Hallo, hallo, ich bin der Osterhase, guten Tag. Sagt ihr vielleicht mir auch mal guten Tag. Ja, wie schön. Sagt ihr jetzt mal guten Tag, Osterhase, könnt ihr ja bei drei schon mal loslegen, ja? Moment mal eben, ich zähle mal. Kann ich denn überhaupt zählen? Okay, natürlich. Eins, zwei, drei. Und alle sagen guten Tag, Osterhase. Oh, das ging jetzt aber nicht. Das müssen wir nochmal machen. Also nochmal bei drei. Und alle sagen bei drei guten Tag, Osterhase, ne? Macht ihr, ne? Okay. Eins, zwei, drei. Und guten Tag, Osterhase. Ui, da freue ich mich aber. So ein schönes guten Tag habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Das ist ja toll. So, und ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ja, voll, bam, bam, wow. Schön habt ihr das gemacht. Und jetzt wird wie immer eine Runde geklatscht, okay? Da, da. So, und jetzt könnt ihr euch eure Pfötchen wieder ein bisschen kühlen. Ach, Quatsch, Pfötchen hat ja nur der Osterhase. Pfötchen, ihr habt ja Hände. Jetzt könnt ihr eure Hände wieder ein bisschen kühlen. Und ihr müsst jetzt mal alle aufstehen, weil ihr nämlich jetzt alle hüpfen sollt wie der Hase. Genau, könnt ihr das bestimmt, ne? Okay, geht los. Seid ihr soweit? Seid ihr alle aufgestanden? Jetzt wird gehüpft, ja? Okay, alles klar. Und der Osterhase mal mit seinem Pfötchen zusammen. Genau. Wow. Tja, und wie sollte es anders sein? Zu Ostern habe ich euch ein paar Osterhasenlieder mitgebracht. Und als allererstes mal ein Lied von Jürgen. Den kennt ihr ja alle schon, ne? Der hat mal ein Lied geschrieben, das heißt, das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Warum hat denn das Huhn bloß zu Ostern viel zu tun? Ja, was versteckt denn der Osterhase immer am meisten? Wisst ihr, was er am meisten versteckt? Sowas hier. So, Schokoladen-Ostereier. Ne? Ich verstecke das hier jetzt nochmal. Hier, das kann man nämlich immer noch ganz gut sehen. Hier, guck mal.
Seht ihr das hier? Das lege ich jetzt hier nochmal hinter. Oh, ne? Vielleicht könnt ihr das nachher suchen. Ja, also. Über das Huhn, was so viele Ostereier legen muss zur Osterzeit. Und das geht so. Es geht los, ja? Das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun, genau. Der Osterhase drängelt schon seit Tagen. Er mag schon gar nicht mehr nach Eiern fragen. Er muss die Eier alle noch bemalen. Denn die Kinder lieben bunte Eierschalen. Das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Zu Ostern hat es keine Zeit, sich auszuruhen. Denn der Osterhase kommt Eier für die Kinderlein. Ja, die brauche ich, das ist ganz wichtig. Das Huhn, das sitzt im Stall auf einer Stange und gackert, frisst und glotzt, da wird ein Bange. Und ab und zu, da setzt es sich ins Stroh. Ja, da liegt es dann ein Ei und schaut ganz froh. Das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Jawohl, zu Ostern hat es keine Zeit, sich auszuruhen. Denn der Osterhase kommt Tag aus Tag ein und braucht Ostereier für die Kinder. Genau. Der Osterhase holt die Eier ab. Jetzt könnt ihr ja mitklatschen, ne? Und freut sich, dass das alles so gut klappt. Die bunten Eier kommen in den Korb. Jawohl. Und dann rast der Hase schnell von Ort zu Ort. Ho! Er versteckt die Ostereier dann im Garten. Suchen und die Eltern essen einen Osterkuchen. Lecker! Das Huhn, das hat zu Ostern viel zu tun. Zu Ostern hat es keine Zeit, sich auszuruhen. Denn der Osterhase kommt Tag aus Tag ein und braucht Ostereier für die Kinderlein. Der Osterhase kommt Tag aus Tag ein. Ja, komm gerne. Und braucht Ostereier für die Kinderlein. Wow. Super. Habt ihr mit euch das Lied mit angehört? Und ich hoffe, dass der Osterhase in der ganzen Zeit in der ich jetzt hier für euch singe, ich bin natürlich nur ein kleiner Helfer vom richtigen Osterhasen, bei euch im Garten oder bei euch im Zimmer zu Hause auch ein paar Ostereier versteckt. Weil nachher singe ich noch ein Lied, während ich das singe, könnt ihr dann mal loslaufen und bei euch im Zimmer Ostereier suchen. Ja, das wäre was, ne? Vielleicht findet ihr ja eins. Okay, also das aber erst nachher. Und jetzt kommt für euch ein großer, großer Klassiker der Osterlieder. Und zwar natürlich Stotz, der kleine Osterhase. Haha, das ist ein Lied von Rolf Zukowski. Das liebe ich schon ganz, ganz lang und habe das schon ganz oft gesungen für die Kinder. Genau. Also für euch kommt jetzt ein Lied, das heißt Stups, der kleine Osterhase. Und da könnt ihr im Refrain immer rumhüpfen und dann mal auf die Nase fallen, wenn ihr Lust habt. Also, ihr kennt das Lied ja sicher. Und jetzt geht's los. Stups, der kleine Osterhase, fällt an
egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Hey. Neulich legte er die Eier in den Schuh von Fräulein Meier. Früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Hey, sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz, oh nein! Und als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon, wer das war. Na, wer war das? Natürlich Stups. So, jetzt könnt ihr mal aufstehen und eine Runde mithüpfen. Seid ihr soweit? Ja, pass auf. Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase. Jetzt könnt ihr mal auf die Nase fallen, aber nicht richtig. Tut ja weh, ne? Sonst nur so tun, ja? Auf die Nase, ganz egal wohin er lief. Immer ging ihm etwas schief. Und nochmal, Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase. Ganz egal wohin er lief. Immer ging ihm etwas schief. Ja, geil. So, jetzt könnt ihr euch hinsetzen wieder und die nächste kleine Geschichte euch anhören. Ja? Schön die Nase ein bisschen kühlen. Vielleicht seid ihr da doch drauf gefallen. In der Osterhasenschule sitzt er auf seinem Stuhle mit dem Pinsel in der Hand. Ja, weil er das so lustig fand. Oh, plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Hilfe rief. Oh, und da fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf. Und wenn der Farbentopf auf den Kopf drauf fällt, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, die ganze Farbe auf die Öhrchen und aufs Fell und auf die Nase und alles ist voller Farbe. Und ich glaube, der Osterhase, der muss jetzt erstmal loshüpfen zur Dusche hin, ja? Und ihr könnt wieder mithüpfen, alle mal aufstehen und Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Noch weiter hüpfen, Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Ja, oh Menno, der arme Stutz. Seid ihr mitgehüpft? Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen, denn jetzt kommt die nächste kleine Geschichte. Bei der Henne Tante Bertha traf das Schicksal ihn noch härter, denn sie war ganz aufgeregt, weil sie gerade ein Ei gelegt und Stups, der viele Eier braucht, schlüpfte unter ihrem Bauch. Hä? Soll die denn jetzt einen Hasen ausbrüten? Ja, und her, dann will ich das weiter. Und der da um ihn zu behüten, fing gleich an, ihn auszubrüten. Und wen zu brüten? Na, dem Stups natürlich. Ja, und jetzt könnt ihr wieder aufstehen und eine Runde mithüpfen. Und Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Und weiter hüpfen, Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Ja, und jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen, denn jetzt kommt schon die nächste Geschichte mit dem Osterhasenvater. Genau. Paps, der Osterhasenvater, hat genug von dem Theater und er sagt mit ernstem Ton, hey,
Nun hör mal zu, mein lieber Sohn. Deine ganzen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Und Stups, der sagt, das weiß ich schon, wie der Papa oder Mama, so der Sohn. Ja, und jetzt könnt ihr zum Schluss noch einmal aufstehen und mitjubeln. Und vielleicht auch auf die Nase fallen, wenn ihr wollt. Hey, Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Hey, Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd, boing, auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Immer ging für euch mal Stups, der kleine Osterhase von Rolf Zukowski, auch so ein bisschen zu mitmachen und mithüppen, um vielleicht mal auf die Nase zu fallen. Ne? Wenn man nur so tut, macht das ja vielleicht auch Spaß. Okay, also, na, war der Osterhase schon ein bisschen da und hat euch vielleicht ein paar Ostereier versteckt? Ja, damit ihr gleich, wenn ich das letzte Lied singe, auch ein bisschen suchen könnt. Das wäre doch toll. Und jetzt stelle ich euch ein ganz tolles Ostermusikinstrument vor. Jawohl, und zwar, schaut mal, eine kleine Mini-Gitarre. Ja, das ist nämlich eine Ukulele. Genau, guckt mal, das ist eine große Gitarre und dazu eine kleine Gitarre. Nein, ist keine Gitarre, eine Ukulele. Denn die Ukulele hat auch nur vier Saiten. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Vier solche Bänder, die nennen sich Saiten. Ukulelenseiten. Und die Gitarre hat davon sechs. Sehen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ein großer Unterschied. Und natürlich die Größe ist auch ein Unterschied. Aber man kann auf der Ukulele auch ganz tolle Lieder spielen. Ne? Wie zum Beispiel Alle meine Händchen. Nee, singen wir heute mal Alle meine Osterhasen. Ja? Alle meine zu einem Banjo gesagt. Und das, finde ich, ist auch so eins. Also ein ganz, ganz, ganz tolles, kleines Saiteninstrument, was ihr euch auch mal ins Kinderzimmer legen könnt, finde ich. Oder was ihr auch eventuell schon mal ganz früh ein bisschen lernen könnt. Weil manche Akkorde, zum Beispiel das C, geht nur mit einem Finger. Und manche andere mit zwei Fingern. Das F zum Beispiel. Oder das G mit drei Fingern. Also C mit einem Finger. F mit zwei Fingern und G mit drei Fingern. Ah, okay. Gut. Jetzt geht's los, Kinder, für euch. Ha, ha, ha. Mal schauen. Wo ist das? Jetzt meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Jetzt kommt ein altes Ostergedicht. Das heißt Das Osterei. Und während ich das Lied spiele, da könnt ihr mal loslegen. Und wie hier hat ja der Osterhase, wie ihr seht, da hinten liegt ein Osterei. Und
Und hier auf dem Boden liegen überall Ostereier versteckt. Und hinter mir hat er auch eins versteckt. Seht ihr das da hinten? Einen schönen Osterhasen. Mmm, die werde ich gleich, wenn ich nämlich fertig bin, dann werde ich Ostereier suchen gehen, so wie ihr. Und dann wollen wir das mal sehen. Ja? Okay? Ich singe jetzt also das Lied und ihr steht jetzt mal auf und sucht ein bisschen Ostereier. Vielleicht war der Osterhase ja da. Und alle anderen, die dazu keine Lust haben, die können mir ein bisschen zuhören, ja? Hi, juch, hi, kommt herbei, suchen wir das Osterei. Immer fort, hier und dort und an jedem Ort. Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt. Hier ein Ei, dort ein Ei, bald sind's zwei und drei. Wer nicht blind, der gewinnt einen schönen Fund geschwind. Eier blau, rot und grau kommen bald zur Schau. Yo! Und ich sag's, es bleibt dabei, gern such ich ein Osterei. Zu gering ist kein Ding, selbst kein Pfifferling. La 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 la. Hey, und ich sag's, es bleibt dabei, gern such ich ein Osterei. Zu gering ist kein Ding, selbst kein Pfifferling. Und? Na, habt ihr ein paar Ostereier gefunden? Ja, wenn ich gleich fertig bin mit dem Abschiedslied, dann gehe ich auch nochmal los mit meinem kleinen Körbchen. Das habe ich übrigens hier. Seht ihr? Das ist mein kleines Osterkörbchen. Und da sammle ich gleich ein paar. Huch, da sehe ich schon welche. Oh, die sammle ich jetzt mal eben. Hm, guckt mal. Hallo, hier, zack. Und noch eins, zack. Und hier so ein leckeres noch, glaube ich. Ein rotes. Mmh, was da wohl drin ist. Okay, also gleich nach dem Abschiedslied werde ich dann ein paar Ostereierchen suchen gehen. Okay, also ich bedanke mich bei euch. Das war jetzt mein Osterspecial. Und jetzt kommt, wie gewohnt, das Abschiedslied. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Euch zu hüpfen. Ja, los, jetzt hüpft nochmal. Wie der Osterhase, ja, okay? Okay, ich soll auch hüpfen. Oh Mann. Hier mit euch zu hüpfen. Ja. Wow. Hopp, 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 hopp. Und hier mit euch zu drehen. Ja, drehen wir uns mal. Dreht ihr euch? Oh, cool. Und hier mit euch zu winken. Winken. Winken, hallo, winkt ihr? Winken. Und hier mit euch zu singen. Jetzt singen wir noch einmal zusammen. La 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 la. Hey. La 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 la. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, und tschüss und danke fürs Mitmachen. Und wer Lust hat, der kann mir jetzt noch ein bisschen dabei zuschauen, wie ich Ostereier und Häschen suche. Genau, also ich stelle meine Gitarre mal weg. So, ich sag schon mal tschüss, denn mit dem vollen Korb hau ich einfach gleich ab. So, okay.
Oh, da sehe ich schon welche. Toll. Ja, wo sind denn noch ein paar Osterhasen? Oh, hier unterm Stuhl. Klasse. Guck mal, noch ein paar rote. Oh, toll. Und wo sind noch welche? Oh, hier. Ich habe noch ein paar gefunden. Klasse. Sind noch irgendwo welche versteckt? Vielleicht hier? Nee, keine Urteile. Oh, da sehe ich noch welche. Unten. Und hier auf der Fensterbank. Und hier, oh, bei dem Blümchen, da steht noch ein Häschen. Und hier ist auch noch ein Hase. Oh, toll. Jetzt habe ich schon so viele Ostereier. Da kann ich nachher noch ein paar Ostereier abgeben in der Nachbarschaft. Das wäre doch was. Oh, und hier liegen noch welche. Und der große Osterhase, den müsste ich jetzt eigentlich euch geben. Ne? Aber geht ja schlecht. Ist ja im Fernsehen. So, und jetzt habe ich, glaube ich, alle Ostereier gefunden. Okay, also, tschüss.